Sagen Sie mal, halten Sie sich eigentlich für telegen? Ich mich? Kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Leute, die uns zuschauen, beurteilen. Wen halten Sie für telegener? Den Schröder oder den Scharping? Ja, den Schröder. Den Schröder? Ja. Warum? Sieht, als Mann sieht er doch fantastisch aus. Scharping. Ja? Und was macht intelligener? Ja, was macht intelligener? Ja, eine Ausstrahlung. Aber so untereinander sprechen Sie doch auch so darüber, wie wirke ich im Fernsehen oder so? Niemals. So eitel sind wir doch nicht. Wir sind die absolut uneitelsten Leute, die es je gegeben hat in der deutschen Politik. Und was ist mit Schröder? Schröder ist ein sehr tüchtiger Mann. Ja, aber es wäre etwas zu selbstgefällig. Zu eitel in seiner Art. Politiker sind alle eitel, ne? Scharping, ist in der Fernsehen manchmal lästig? Nö. Nee. Nö. Der Scharping ist dynamischer als Schröder. Dynamischer. Als Frau gesehen würde ich sagen, ist der Schröder hübscher, aber es geht ums Bessersein. Ne? Ja gut, jetzt ist der Scharping natürlich einer, der durchaus mehr auch bei den Männern ankommt. Dann stellt sich ja die Frage nach dem Charisma. Und ich denke mir, von Schröder geht mehr Charme, mehr Herzlichkeit aus. Er macht das mit Charme. Ja, was soll ich machen? Sind Sie sich charmsbewusst zum Beispiel? Nein, auch nicht. Ich bin mir überhaupt, was mich selber angeht, keinerlei von Wirkung bewusst. Ich frage immer meine Frau und meine Töchter und die sagen jedes Mal, könnte es besser sein, Alter. Schröder ist auch ein guter Mann, aber ist vielleicht auch telegener und spektakulärer, aber nicht unbedingt der bessere Bundeskanzler, das glaube ich nicht. Was meinen Sie, wer von Ihnen beiden ist telegener? Er ist geschminkt. Stimmt das? Ja, hören Sie, wir machen ja keinen Schönheitswettbewerb, aber naja.